Hallo meine Damen und Herren, in diesem Video möchte ich Ihnen den Trefferverteilungsfilter vorstellen. Hierzu starten wir Lottofilter und rufen den Verteilungsfilter auf bzw. zeigen diesen an. Das Fenster ist zunächst leer und wenn wir auf die Trefferverteilung neu berechnen klicken, passiert zunächst mal nichts. Nun, um eine Trefferverteilung zu ermitteln, müssen die Treffer zunächst einmal festgestellt werden. Hierzu erstellen wir ein neues Projekt mit allen ausgewertet und in einem ausgewerteten Projekt sind natürlich alle Treffer festgestellt. So, wenn wir jetzt auf das Trefferverteilung neu berechnen Symbol klicken, so wird uns die Trefferverteilung dargestellt. Sortieren wir nun die Treffer nach den 6er-Treffern und machen diese Analyse nochmals, sehen wir, dass im oberen Bereich jetzt praktisch alle 6er angesammelt sind. Sortieren wir nach dem 5er-Treffer, können wir sehen, in welchem Bereich sich die 6er, momentan werden die 6er ja angezeigt hier, und wie sich die 6er-Treffer zu den 5er-Treffern verhalten. Wir stellen hier wieder den normalen Verlauf her, von 1 bis 13.983.816 und machen nochmal die Ermittlung. Und in diesem Fenster sehen Sie praktisch im oberen linken Bereich wäre die Kombination 1 und im rechten unteren Bereich wäre die Kombination Nummer gleich mit der Anzahl der Kombinationen im Projektfenster. In diesem Beispiel sind jetzt alle Kombinationen vorhanden und so werden auch alle Kombinationen hier im Trefferverteilungsfilter dargestellt. Wähle ich jetzt ein paar Kombinationen ab, indem ich hier mit der rechten Maustaste draufklicke in den Aktivierungsbereich und sage ab hier deaktivieren und mache diese Berechnung nochmal, dann sehen wir, dass nur im oberen Bereich die aktivierten Treffer dargestellt werden, obwohl der Bereich noch ganz als Grundlage genommen wird. Entfernen wir nun die deaktivierten Kombinationen, so haben wir nur noch 3.743.699 Kombinationen im Projektfenster und somit ist auch bei einer Neuanalyse jetzt hier praktisch die Kombination Nummer 1 und ich blätter mal hoch, also in dem Fall die 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Nummer 1 und hier im unteren Bereich ist dann praktisch die letzte Kombination mit 3.743.699. Ich mache diese Berechnung und Sie sehen, das Trefferverteilungsfenster passt sich immer an die Anzahl der Kombinationen an im Projektfenster und ermittelt davon je nach Wunsch halt die 6er, 5er, 4er und so weiter Treffer. Also ab 6er Treffer oder unter 6er Treffer, sprich 5, 4, 3, 2, 1 oder 0, empfehle ich nur bei ganz kleinen Datenmengen, da sonst die Trefferanzahl einfach zu hoch ist und Sie hier nur einen blauen Bildschirm sehen. So, jetzt machen wir das nochmal mit dem neuen Projekt, mit allen Treffern ausgewertet, machen hier die Berechnung und jetzt können wir uns einen Bereich aussuchen, in dem wir Anhäufungen feststellen. Ich nehme mal hier zum Beispiel diesen Bereich, mal den Rot an mit dem Punkt und wende dann diese Einstellung praktisch. Diesen Bereich, aus diesem Bereich will ich mir jetzt Kombinationen filtern und das mache ich hiermit. So, und wenn ich jetzt die Berechnung neu mache, jetzt sind praktisch die nicht unserer Auswahl entsprechenden Kombinationen deaktiviert. Und wenn ich jetzt nochmal neu berechne, dann sehe ich, ich habe hier nur Kombinationen in diesem Bereich. Und wenn ich die entferne, die deaktivierten Kombinationen, dann wird praktisch der ganze Bereich ausgedehnt
im Fenster und dann sehe ich hier die Treffer, wie die dann in diesem vorhandenen Bereich verteilt sind. Und so kann man mit dem Trefferverteilungsfenster oder Filter immer sehen, wie die Treffer verteilt sind in dieser Anzahl der vorhandenen Kombinationen. So, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Lottofilter. Das war's. Tschüss.